Schönen guten Tag und willkommen zurück zur mittlerweile 23. Folge. Ja, wir haben das letzte Mal hier am Lagerfeuer geendet. Ein bisschen den Bart gewärmt und die Spitzen versenkt. Und jetzt gehen wir schnurstracks weiter in Richtung Westen, bevor wir zur Burg Stromgarde gehen. Das ist so das nächstgrößere Ziel hier in Arathi. Da gibt es sehr, sehr viele Quests, aber bevor wir das machen, erledigen wir nochmal die Söldner auf dem Nordhof und holen den letzten Schlüssel von den Steinen der Bindung. Denn das soll uns vorher beschäftigen. Da können wir nämlich hier noch den Rest entdecken und dann ist nachher ganz viel in der Burg Stromgarde zu erledigen. Und zuvor reiten wir in Richtung Hügelland, nicht ganz. Das ist nämlich die schöne, geile, große Mauer, die ein bisschen zerfallen aussieht. Aber immer wieder klasse von weitem. Auf den Namen komme ich jetzt nicht spontan. Hat auch irgendeinen Namen. Aber das lohnt sich beschäftigen, denn hier sind wir am Nordhof und hier laufen Söldner rum, die größtenteils genau das sind, nämlich verborgen, weil sie irgendwelche schurkenartigen Wesen sind. Das soll uns nicht weiter kümmern. Denn wir sind stark genug, auch das oder uns auch diese Aufgabe zu widmen. Man darf halt nur nicht ganz so blindlings durch die Gegend laufen, weil dann geht das eigentlich so. Ich sag mal so 10 Meter vorher oder 15 Meter vorher werden die nämlich aufgedeckt. Und auch für die normalen sichtbar, die jetzt nicht Unsichtbarkeitsentdeckungen oder irgendwas in der Art haben. Der Jäger hat ja zum Beispiel Verborgenes aufspüren. So, einer dürfte ja auf jeden Fall noch rumlaufen. Da ist er. Jetzt hat er uns zuerst gesehen. So, eine Sekunde warten. Es ist immer noch nicht aus. Ich habe gerade ein bisschen offscreen mal geguckt bei Shadow Unique Frames. Und ein paar Häkchen ausgemacht, aber es waren immer noch nicht die richtigen Häkchen. Dann kann ich die ja wieder anmachen. Das muss ich mal kurz nebenbei. Also wie gesagt, ich habe ja halt ein bisschen durchgeguckt, was könnte es sein, und bin halt hier gelandet bei den Widgets, aber das ist es halt auch nicht. Ich bin echt überfragt, warum das an ist und von welchen Add-on das an ist. Also denke, bin ich so langsam der Meinung, hallo, du hast dich echt nicht vorgestellt, Mr. Strauchdieb. Oder wer bist du? Straßenräuber. Naja, gut. In anderen Gefilden sind es Strauchdiebe. Ja, muss es eigentlich ein anderes Add-on sein, aber dann fragt mich nicht welches. Das immer diese Leiste macht, weil das habe ich, wie gesagt, nur bei Cast-Klassen, also bei Magier. Beim Jäger habe ich es nicht, beim Krieger habe ich es nicht, beim Schamane habe ich es nicht. Also ich verstehe es halt nicht so wirklich, was das verursacht. Ich möchte es eigentlich nicht sehen, aber ja. Ich kann euch auch nicht sagen, ob das eine Blizzard-Einstellung ist, weil eigentlich nicht. Das ist es eigentlich auch nicht. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Viel gibt's ja nicht mehr mittlerweile. Das ist es nicht. Ja, also wie gesagt, fragt mich was Besseres. Ich kann es euch leider nicht beantworten. Ach Gott, hier ist auch noch einer, bevor ich den anderen nehme. Nehmen wir doch. Oh, jetzt ist er wieder weg. Weil ach ja, genauso am Rande gestanden, dass er aufdeckt und dann halt noch doch nicht wieder aufgedeckt wird, weil er sich halt ein bisschen bewegen tut. Und ein noch. Das muss man eigentlich machen, nur die Leute killen, ne? Ja. Das ist ja nicht gerade sehr schwer. Eine einfache Quest. Wie feige die auch davonlaufen? Ihr habt keine Chance.
Was für ein Ding? Ein Pfadpürsche. Das muss man auch mal dreimal hintereinander sagen. Der schießt mit Pfeil und Bogen auf uns. Und hat ein Schwert dabei. Die Vorlage haben wir noch nicht. Cool. Dann legen wir das doch mal an. Und tauschen wir zurück. Ja, ich muss das angesehen. Ich habe den Zaun angeklickt und nicht den Mannequin dahinter. So, ein Frostblitz noch. Dann kommt Hagel. Das ist echt ein geiler Zauber. Den mag ich. Wenn auch nur als Spontanzauber. So wirklich nützlich. Ansonsten ist die Cutszeit nämlich ziemlich lang mit 2,9. Beziehungsweise im Original 3 Sekunden. Und wir könnten auch so langsam sind wir nämlich in Level-Up-Nähe. Das war's schon. Wunderbar. So, dann geht's jetzt rüber. Boah. Gott. Ich habe die Ziege noch nie so laut jammern hören, wenn sie getroffen wird. So, dann gehen wir nämlich rüber zum letzten, der Kreis der westlichen Bindung. Und hier war noch irgendwas, oder war das nur... Naja, gut. Eventuell hat die Mauer ja noch einen Namen, also eigentlich schon. Genau, Zora-Dienstwall, dann haben wir das auch entdeckt. So, dann holen wir den letzten Schlüssel. Und normalerweise müssen die ja instant tot sein, weil wenn man mit Frost auf Feuer schießt. Okay. Alles gut, ich dachte gerade, das wäre ein Remob oder so. Weil der ein Ausrufezeichen hat, das ist aber nur questbedingt. Dass die so markiert sind. Verwirrt mich doch nicht. So, müssen wir den hier noch machen. Also wie gesagt, wenn man eigentlich mit Frostzaubern auf etwas Brennendes schießt, sollte das eigentlich qualmen und dampfen und... Aber egal, das macht uns nichts und ausgehen. Nur so nebenbei, aber Physik ist hier nicht ganz so wichtig. Sofern das ja auch mit Physik zu tun hat, ich rede mich hier auch schon wieder im Kopf und Kragen. So, mit Glück pullen wir dich nicht, wenn wir das hier anklicken. Sehr gut. So, dann gehen wir nochmal rüber. Oh, musst du jetzt auch noch kommen, weil hier ist ein Lager der Untoten. Das entdecken wir dann mal fix. Und dann geht es zum Stein der Bindung, also zum eigentlichen großen Stein der Bindung, wo die Erdelementare rumlaufen. Könntest du mal Galens Sturz. Nämlich dort schließen wir jetzt irgend so ein... Ja, ist das auch ein Stein? Ich sag mal, es ist auch ein Stein. Also wir schließen da jetzt etwas auf mit den drei Schlüsseln. Und dann bekommen wir den richtigen Schlüssel, um die Prinzessin zu befreien. So im Groben ist die Story. Und das werden wir dann natürlich tun. Aber da wir dann ja merken, oh, die ist doch nicht so nett, die Tante, wie sie immer tut. Und weil sie ja nach Hilfe gefleht haben, hat. Ja. Merken wir ja doch, dass das nicht so eine gute Idee war. Und dann werden wir leider Gottes... Auch hier gibt es weiße Fische, das ist sehr gut. Die brauchen wir nämlich noch für unsere Kochkunst. Ja, und dann werden wir uns leider ihre entledigen. Da hinten leuchtet es schon. Der Stein der inneren Bindung. Aber da müssen wir erstmal ein paar Elementare vorher umhauen, sonst kommen wir da nicht ran. Ja, wir fangen mal hier an. Denn wenn wir das öffnen, begrüßt uns ein Riese, ein Steinriese. Und das wäre nicht so nett, wenn denn hier so viele Elementare um uns herum stehen. Wenn wir den dann bekämpfen wollen. Wow, 2600. Kritischer Schaden. So, den links und den hier rechts... Müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich brauche ein Ziel. Das ging fix. So, dann stecken wir mal die drei Schlüssel in den Stein. Und beschafft die Route der Ordnung von Fossruck. Und wir sind Level 32. Und haben Eiskälte. Ist das hier?
Nee, was ist denn Eiskälte? Ist das was Passives? Ja. Gut, naja, eigentlich war ich der Meinung, dass die immer so ein Rätsel spawnt. Aber es ist, glaube ich, erst, wenn wir von Vossrug. Die Route der Ordnung haben. Weil wir dann ja hier wieder her müssen. Ja, dann gehen wir mal rüber zu Vossrug. Den haben wir ja vorhin schon gesehen im Vorbeilaufen. So, auf, in der Hoffnung, dass er noch da ist. Yep, da ist er. Und dann geht ab die Luzi. Das sollte uns jetzt auch nicht zu oder vor eine größere Herausforderung stellen. Und eine noch. Noch eine. So, wer einen Bergbau hätte, könnte man hier noch abbauen. Aber was wirklich Sinnvolles sollte dabei eigentlich nicht herauskommen. Dann gehen wir das Ganze ab. Und holen dann den nächsten Teil für die Quest. Und dann geht's nämlich nachher wieder hier hinten hin. Zur Madame, die wir ja befreien wollen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich keine so gute Idee. Deswegen boxen wir sie dann auch infolgedessen um. Ist das eigentlich... Ich glaube, das ist der Remob da oben, aber... Weil hier gibt es nämlich so einen Kondor, oder wie die heißen. Ja, das ist er. Als Remob. Und da die immer gute Sachen haben... Holen wir dich doch mal vom Himmel. Bis der Reißschwinge. Kommt die Spinne natürlich dazu. Das war ja klar. Dann machen wir den Ebenenkrabbler auch noch. So, was hast du denn Schönes? Stoffschultern. Ah, weil ich erstmal lieber unsere, bis wir ein besseres ja, Quest-Item bekommen, weil die Ausdauer, da müsste ich jetzt nicht unbedingt drauf verzichten. 6 Ausdauer ist schon relativ viel auf dem Level. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken, dass wir nicht in irgendein... Genau, in das nicht reinlatschen. Ah, scheiße. Ich kann die nämlich nicht zu Schafe verwandeln. Sollte jetzt eigentlich noch klappen mit Eisbarriere. Puh. Einmal kurz durchatmen. Ja, das ist halt der kleine Nachteil mit der Levelskalierung. Der Schwierigkeitsgrad hat dadurch halt in gewissermaßen angezogen. Aber wir haben genug Möglichkeiten, um mal ein bisschen Unvorhersehbares abzufangen. Und zu bewältigen. So, jetzt gucken wir mal, dass das hier klappt. Jetzt kommt nämlich er hier. Und zwar sofort. Du bist Tenan. Eigentlich ganz so freundlicher Riese. Ich meine, hilft uns bis jetzt weg, Paladin. Vielen Dank dafür. So, und dann kriegen wir den nächsten Teil, müssen in die Zuflucht. Und dort bekommen wir dann die Folgequests. So, einmal links abbiegen.
Jo. Braucht ihr Hilfe? Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich möchte nur, dass du mein Quest annimmst. So, er beutet sie im Abzeichen von Stromgase und das gibt neue Stiefel. Das kriegen wir hin. So, und ich soll jetzt Mysrael beschwören. Das ist zwar als Elite-Quest markiert, aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Also, nicht ins Feuer rennen. Das ist nicht so gesund. So, auf, Marsch, Marsch. Jo, gut, dass das hier nicht alles feines Land ist, weil der Nordhof ist einzig und allein dafür da, dass die Horde auch ein paar Quests machen muss. Weil denn das sind nämlich Horde-Mobs, auch wenn sie für uns sehr freundlich sind. So, schön die Raptoren mal außer Acht lassen und da nicht reinrennen und dann gucken wir mal. Ist natürlich gerade keiner in der Nähe, der das auch machen möchte. So spontan. Dann beschwören wir dich und hauen dir aufs Maul. Und ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Aber wir haben auch ein Eisbarriere zur Not. So, wir gehen erstmal auf Max Range. Bis sie fertig gelabert hat. Ja, aber, ne, du bist doch nicht so nett, wie du scheinst. Akrotante. Ah, toll, ich kann sie nicht frosten. Natürlich ein bisschen blöd. Aua. Ach ja, ich glaube, das wird nix. Oh, das war knapp. Die Frage ist, wie werden wir die los? Aber die haben nicht so viel Leben. Dann spamme ich mal unsere Eislanze. Puh! Ja, das hat doch einigermaßen gut funktioniert. Auch wenn es knapp war. Das ist zu weit entfernt. Ja, tut mir leid. So, was haben wir denn? Handschuhe! Die nehmen wir doch dankend entgegen. Und das erste Teilstück ist geschafft. So, was will denn unser Abenteuerführer? Hinterland? Nein, Desolés. Achso, wir haben ein paar neue Stadtquests für die Gebiete. Jetzt renne ich ein bisschen in die falsche Richtung. So, und dann würde ich sagen, dass hier wird eine etwas kürzere Folge, da alle weiteren entweder hier in der Bucht sind, das sind auch so 3, 4, die zusammenhängen. Und der Rest ist alles Burg Stromgarde. Und das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt dorthin gehen würden. Das sind halt jetzt schon 4 Quests und da ihm folgen auf jeden Fall noch weitere. Das werden dort drin nicht alle sein. Also die machen wir dann nämlich beim nächsten Mal und dann geht es in die Bucht. Aber erstmal schnell die Zuflucht, unsere Sachen verkaufen, reparieren. Das ganz normale Programm, wie es sich gehört. Ja, aber wie gesagt, wir kommen gut vorwärts. Sind Level 32. So, den Leinenstoff, den verarmen wir, den wir trotzdem mal, solange es die Erste Hilfe noch gibt. So, davon nutzt uns, glaube ich, nichts. Dann kann das hier alles weg. Gut, jetzt sind wir wieder gut ausgestattet. Ich überlege mir mal fürs nächste Mal einen Plan,
wie ich das mit unserer Schneiderei mache, weil wir noch so viel Wollstoff benötigen. Ja, ob ich das entweder. Ach, jetzt war ich ein zu tief. Entweder im Sumpfland schaue, dass ich das hier ein bisschen farmen tue, aber ich weiß nicht, wie da so die Dropchance ist. Das muss ich mal nachschauen. Ja, können wir eigentlich mit dem einen Dings was herstellen? Außer das Cape? Nö. Dann behalten wir das erstmal. Ja, also wie gesagt, da überlege ich mir was, wie ich das mit dem Wollstoff mache. Ansonsten danke ich wieder fürs Reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play World of Warcraft. Euer Ehre.